Mit dem Metalldetektor sind wir heute gemeinsam auf dieser Wiese im Hintergrund unterwegs. Mega spannende Fläche, ganz in der Nähe war ein Schlachtfeld von Napoleon. Österreich, Franzosen und Bayern ist aufeinander getroffen und ja, hier sind die Ausläufer quasi. Und ich bin mega gespannt, was wir hier finden werden. Wenn euch die Folge gefällt, gerne Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, packt meinen Detektor aus und legen direkt los. Ich bin so motiviert. Bis gleich. Und? Ja, scheint hier zu sein. Und der erste Fund ist tatsächlich was? Ein Überbleibsel aus der Schlacht. Und zwar eine ganze Musketenkugel. Die ist aber nirgends eingeschlagen, die ist noch komplett rund. Erster Fund, ein 200 Jahre altes Geschoss. So, es schlägt aus. Und es ist hier drinnen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich den Erdbatzen wegtun. Wir müssen hier nochmal rein. So. Aber es piepst. Das ist schon mal gut. Dann haben wir den Fund schon mal. Jetzt noch was Gutes mit dazu. Was ist es das? Nicht, oder? Nee, es ist unter den ganzen Steinen. Come on. Gib uns jetzt irgendwas Wildes. Ah, hier. Oh je, jetzt kommen lauter Steine zum Vorschein. Es ist knapp unter den Steinen oder knapp unter den Ziegeln, besser gesagt. Okay, das ist es. Ich denke, wir haben es draußen. So, oxidierter Eisenmüll, schön. Könnte ein Teil vom Schlüsselloch sein. Ach, tatsächlich. Nächster Fund. Ein Bestandteil eines Schlosses, aber auch scheint schon etwas älter zu sein. Ein Schlüsselloch. Jawollo. So Leute, nächstes Signal. Meter nach dem Schlüsselloch. Wahrscheinlich kommt jetzt der passende Schlüssel. Das wäre es natürlich. Aber wenn der passende Schlüssel einfach mal ein paar hundert Jahre älter wäre, hätte ich auch nichts dagegen. So Tendenz, oder ein paar Jahrhunderte, besser gesagt ein paar tausend Jahre älter, so römischer Schlüssel und so. Das wäre schon absolut Highlight. Oh, es ist rund. Es ist rund. Es ist eine Münze, oder? Es sieht so aus. Ist es Silber? Haha, es ist Silber! Jawollo, Leute, nächster Fund. Eine Silbermünze tatsächlich. Ist besser wie ein Schlüssel. Wie ein moderner Schlüssel. Und hier haben wir ihn schon aus der Nähe. Es handelt sich hierbei um eine 6-Kreuzer-Münze, stammend aus Bayern. Erkennt man ganz gut am Wappen. Aus dem Jahr 1816. Dreh dich um. Nee, umdrehen. Jetzt hat. Auf der Seite ist zu erkennen Maxios, also sollte eine Abbildung sein von Maxios. Ich zeige euch auf jeden Fall die Münze im gereinigten, ja, mein Deutsch lässt wünschen übrig. Ihr wisst, was ich meine, ihr seht sie im sauberen Zustand. Und ja, aber geiler Fund. Nächster Fund, eine schöne Silbermünze, 6 Kreuzer, jawollo. Läuft, schön, gefällt mir. Jawohl, und schon wieder das nächste Signal. Okay, 87, 88 und hört sich schön an. Hört sich richtig schön an, come on. Hoppa, stechen wir schön sauber und ordentlich rundherum ein. Dann kriegen wir den Batzen auch schön raus und schön wieder rein später. Und jetzt gucken wir mal. Hier ist es. Hier ist es am Eskalieren. So. Gut. Vielleicht haben wir es sogar schon draußen. Ja, schauen wir mal. Ja, draußen ist es. Hier ist es drin. Come on. Jetzt was Gutes. Ah. Ah. Hä? Ah. Hä? Oh. Oh, oh, oh. Ist es? Vielleicht was vom Gewehr? Ja, ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Ich dachte zuerst vom Mastkrug, aber nee, es ist nichts vom Mastkrug. Es könnte tatsächlich ein Bestandteil vom Gewehr sein, rein theoretisch. Aber für das ist das Gewinde eigentlich zu sauber. Vielleicht ist es auch irgendwas Modernes. Wir schauen uns das Ganze mal im gereinigten Zustand an. Genau. Nächster Wert, 60er 61.
auch wieder Oberflächensignal. Ich glaube, wir angeln uns heute ohne Ende Eisen, aber naja, wenn da mal eine Schlacht war in der Nähe, ist Eisen auch nicht zwingend schlecht. Wir gucken uns das einfach mal an. Ja? Oder es ist was wesentlich Besseres. Reinkommen tut schon mal nicht. Okay, come on, jetzt was Gutes. Oh, es ist draußen, Leute. Es ist hier im Aushub drin. Come on. Signal ist jetzt auch besser geworden. So, jetzt langsam mal gucken hier. Okay. Oh, es ist was, oder? Es scheint so, als wäre es was. Es ist groß und es ist rund, es ist eine Münze. Jawohl, es ist eine Münze. So stelle ich mir das vor. Und es ist... Haha, ein schöner Fund. Aus der Nähe betrachtet erkennt man das Ganze ganz gut. Es handelt sich hierbei um eine Münze, um eine deutsche Mark. Erhaltungszustand auf jeden Fall wesentlich besser wie die Euro-Münzen. Die, wenn 20, 30 Jahre im Boden liegen würden, würden sie wesentlich schlechter ausschauen. Man würde nicht mal mehr erkennen, dass es sich dabei um einen Euro handelt. Aber hier ein wunderschöner 1-Mark-Fund. Jawohl. Ja. Ja gut, hinten ist der Adler drauf. Den kennt ihr ja. Perfekt. Min Jungs, jetzt wird's interessant, weil es ist ein Signal. Das zieht sich ewig. Und es scheint hier im Boden zu liegen. Und das graben wir jetzt aus. Es ist extrem lang und kommt mit 40 rein. Ich bin einmal gespannt, was das jetzt sein wird. Ich hoffe mal, was Gutes. Ich hätte jetzt nichts gegen so einen Säbel oder so. Aber ich glaube, der kommt wesentlich besser rein. So viel Säbel habe ich leider noch nicht gefunden, dass ich das beurteilen könnte. Aber es ist lang und es ist aus Eisen. Zumindestens hat das Signal das hergegeben. Und es würde auf einer guten Fläche liegen, wo schon... Doch nicht. Okay, 41. Okay. Aber es piepst noch nicht. Der Pinny kriegt es definitiv noch nicht rein. Opa. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt rein. Nee. Scheint fast noch tiefer zu liegen. So, das Loch machen wir natürlich anschließend wieder sauber und ordentlich zu. Keine Frage. Come on. Jetzt werde ich neugierig. Gib was Gutes her. Ja? Okay. Nee. Doch hier. Okay, hier ist es. Hier ist was. Come on. 40 und scheint doch etwas größer zu sein. Bitte. Okay. So. Ja. Hier, ui, hier ist es. Es ist auf jeden Fall Eisen, aber das war ja klar. Ist das eine Kanonenkugel? Ist das eine Kanonenkugel? Come on. Ah, es ist eine Kanonenkugel. Es ist eine Kanonenkugel. Wie geil. So, Leute. Nächster Fund ist... eine Kanonenkugel. Ein 6-Pfünder. Geil. Das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Dass wir hier eine Kanonenkugel rausziehen. Gut, Gegebenheiten sind ja da, aber geiler Fund, mein Jungs. Leute, ich bin glücklich. Ihr seht mich übers ganze Gesicht strahlen. Tada! Eine Kanonenkugel. Und was für eine geile. Auf damit gleich zum Auto. Weil ich habe keinen Bock, jetzt eine 6-Pfünder 3 Kilo rumzuschleppen. Aber was für ein Oschi! Absoluter Highlight-Fund des Tages, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Aber ich muss echt sagen,
Eine Kanonenkugel. Wow. Schwer beeindruckt. Wenn euch die Folge gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ja, und wenn wir beim Auto sind, geht's wieder zurück und weiter geht's. Huh. So Leute, nächstes Signal. Das andere war ja doch kein Schwert, aber ich würde sagen, eine Kanonenkugel ist genauso geil. Hier ist es, das ist ein 92er. Ach, heute macht schon wieder Spaß. Muss man echt sagen, heute ist ein geiler Tag. Heute ist ein geiler Tag. Diese Silbermünze war der Anfang und dann auch noch diese Kanonenkugel. Und jetzt scheppert schon wieder im Karton das nächste Signal mit Potenzial. Hier ist es, hier versteckt es sich. 92 und schöner Sound war es eigentlich. Oh je. Ja, und dafür haben wir jetzt mal einen Müllfund. Was ist das? Oro di Parma. Okay. Parma, ich kenne nicht nur den Parma-Schinken. Sieht interessant aus, irgendeine alte Dose. Ja, entsorg mal. Schon wieder ein komischer Wert. Aber wir müssen ihn angraben, es hilft nicht. Es ist ein 66er bis 77er Signal. Ja, Sound ist so eine Mischung aus gut, also hell, bis hin zu leicht kratzend, also Eisen. Und hier haben wir auch schon den ersten Ziegelfund. Für das hier anscheinend aufgeschüttet wurde. Ist schon geil, dass wir hier eine Silbermünze und eine Kanonenkugel rausgezogen haben. Jetzt kommt noch Schwert. Ja, ich kann mich hier nicht beklagen. Was für ein Suchtag schon wieder. Was ist bitte los? Ich kann mein Glück nicht glauben. Es ist der Wahnsinn. Man sagt immer, die Dummen haben's Glück. Da muss ich anscheinend ziemlich dumm sein, wenn ich so viel Glück habe. Aber naja, es ist eigentlich vieles einfach nur gute Recherche. Beziehungsweise das ist der Grundstein fürs kommende Glück dann. Und irgendwann, früher oder später, findet man dann schon mal einen guten Fund. Soll ich mal ein Video machen, wie ich meine geilen Flächen finde? Wenn ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also einfach mal alle mal kurz reinschreiben, ja Lust drauf oder ja keine Lust drauf. Wird zwar dann ein bisschen dauern, bis ich es fertig habe, aber ich werde es euch auf jeden Fall machen dann. Oh. Oh. Nee, das ist es nicht. Ich freue mich einfach jetzt schon. Ich weiß nicht mal, was ich habe. Aber ich bin einfach so gut drauf heute. Ja. Come on. Es ist hier drin. Bitte eine Münze. Eine Münze, come on. Ja. Ah, ich mach's wieder besonders spannend. Oh, was ist denn das? Oh! Ist das eine Spange? Die ist vergoldet. Die ist richtig hart vergoldet. Was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Das ist was Besonderes, 100%. Das gucken wir uns jetzt aus der Nähe an. Es scheint so, als wäre es eine Spange. So, meine Freunde, hier der nächste Fund. Es ist sehr interessant. Das Ganze scheint auf jeden Fall vergoldet zu sein. Man sieht noch schön die Vergoldung, finde ich. Und auf der Rückseite sieht man es auch noch mal ganz gut. Gucken wir uns jetzt die mal an. Hier. Man sieht auch das Grüne, den Grünspann. Das nennt man auch Patina unter anderem. Aber was es ist, kann ich euch tatsächlich jetzt Stand der Dinge noch nicht sagen. Wenn ich was drüber rausfinde, seht ihr es. Aber ansonsten, finde ich, sieht das Ganze schon wieder ziemlich geil aus. Es ist auf jeden Fall irgendwas Besonderes mal gewesen, weil ich glaube, man vergoldet nicht einfach so irgendwelche Dinge. Also sehr interessant. Jawollo, nächster Fund, wo ich begeistert bin, aber keine Ahnung habe, was ist es? Gut, weiter geht's. Ich glaub's nicht. Das nächste Signal. Es ist einfach hart am Eskalieren. Sauber, 94. Come on. Ach, geil. Geil, geil, geil. Ich bin motiviert. Come on. Gib uns was Schönes. Aber wie geil ist bitte dieser Suchtag? Yay! Na? 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 Falsch eingestochen. Katastrophe. Die Welt geht unter. Aber wir sitzen im Atomschutzbunker. Nee. Aber hier irgendwo scheint es zu sein. Na?
Ah, kennt ihr das? Diese innerliche Motivation. Muss ja nicht zwingend bei dem Hobby sein, aber so grundsätzlich, wenn ihr euch so denkt, so was für ein geiler Tag ist heute bitte. Und man freut sich einfach wie so ein kleines Kind. So einen Tag habe ich gerade. Ha? Nee? Gott sei Dank, das hat ausgeschaut wie Müll. Aber das scheint. Oh. Ha. Das scheint auf jeden Fall nicht der Funk gewesen zu sein. Aber ist auch rund. Legen wir mal daher. Come on, ist er ein? Ja, ich bin Trottel. Jetzt ist er ein. Hier ist es. Gib uns was Gutes, gib uns was Gutes. Ui, ui. Ja, das ist auch interessant. Was ist denn das für ein Kaliber, Alter? Kaliber 50 ist es nicht. Das ist zu groß für Kaliber 50. Was ist das für eine Patrone? What the hell? Ist das ein Eumle? Ist ein Riesenteil? Ja? Was steht da drauf? Riesenäumel. Ja, irgendwas mit 1942 steht auf jeden Fall drauf. Ja, lasst es uns schnell aus der Nähe angucken. So Leute, ich gehe mal ein bisschen in die Tiefe. Dann wird es schärfer, glaube ich. Schauen wir mal. 1942 steht drauf. 20 mm und Kürzel R.H. Was für ein Kaliber. Schöne Sache. Wieder schöner und geiler Fund. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht so oft gefunden. Cool. Ach Gott, es ist keine Kanonenkugel. Nächster Fund. Es ist auch relativ tief. Ist ein Hufeisen. Könnte rein theoretisch genauso von der Schlacht stammen. Rein theoretisch. Nächster Fund. Ein interessantes Hufeisen, vermutlich auch schon einige Jahre alt. Ja, nehmen wir mit. So Leute, die Abenddämmerung setzt ein. Es ist jetzt ungefähr 5:30. Ja, 88er Signal. Schauen wir mal, was für ein Fund wir jetzt rausholen. Aber 88 ist schon mal interessant. Ha? Vielleicht kommt es mit dem Pinny. Nö. Ja, hier. Hier war's. Hier hat was gepiepst, meine Freunde. Müssen wir hier nochmal rein und schauen uns das Ganze mal nochmal aus den Herren. Ja? 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 Wie unfähig kann denn ein Mensch bitte sein? Ja, ich weiß nicht, warum ich da hinten suche. Wenn es auf der anderen Seite eigentlich piepst. Aber jetzt können wir es haben. Ja? Ha, Volltreffer, hier ist es, hier ist es. So. Hoppa, come on. Ist es draußen? Ist es draußen? Hier ist es drin. Gib uns was Schönes. Ui. Ein riesiges Mundharmonika-Stimmblatt. Aber was für ein Eumel. Richtig groß. Ja. Meine typische Erklärung zu dem Fund ist eigentlich immer wie folgt. Heutzutage nehmen die Leute alle Handys her. In der damaligen Zeit hatten die Leute keine Smartphones. Deswegen spielten sie gerne häufig Mundharmonika, weil es ihnen einfach gefallen hat. Und da braucht man ein sogenanntes Mundharmonika-Stimmblatt, dass das Ganze auch gut funktioniert. Genau. Nächster Fund, Mundharmonika-Stimmblatt. Jawollo. Was war das bitte für ein geiler Suchtag? Hat echt Spaß gemacht heute, wenn euch die Folge gefallen hat. Daumen nach oben da lassen, abonnieren, wer noch kein Abonnent ist vor allem, und gerne auch die Glocke aktivieren, um keine zukünftigen Folgen mehr zu verpassen. Und ansonsten empfehle ich euch hier eine weitere Folge. Unbedingt vorbeischauen, vorbeischauen lohnt sich. Bis dahin, habe ich dir Rebpferd, dein Hund. Servus!